Jetzt kommt Waldvogel heran, ganz außen. Die gelbe Flagge geht nach oben. Und das 37. Betty Barclay-Rennen ist gestartet worden, über 3200 Meter. Swan Queen an der Innenseite sucht bei zunächst einmal nicht allzu schneller Fahrt den Platz an der Spitze, findet ihn auch. Jetzt kommt aber Serret nach vorne. Serret und Swan Queen sind die beiden vorderen Pferde. Dahinter dann Anton Chekhov mit Giron an der Innenseite, mit Cordillo an der Innenseite. Das sind die vorderen Pferde auf dem Weg zum ersten Mal in die Zielgerade. Serret hat das Kommando, dahinter Swan Queen gemeinsam mit Anton Chekhov. Dann folgt an der Außenseite Emporio mit Stevenson und Caudillo dahinter. Am Ende des Feldes galoppiert Brisant hinter Dragonfly und hinter Waldvogel. Die Teilnehmer haben jetzt zum ersten Mal die Zielgerade erreicht. Serret führt an der 400-Meter-Marke vor Anton Chekhov mit Swan Queen innen daneben. Vierter ist dann Emporio vor Stevenson, dann Waldvogel, an der Innenseite Caudillo vor Dragonfly und am Ende des Feldes Brisant. Die Teilnehmer kommen unter ihrem Applaus, davon bin ich überzeugt, an der Tribüne vorbei. Jetzt am Ziel, Serret hat das Kommando. Serret vor Anton Chekhov und Swan Queen. Viertes Emporio, dahinter Stevenson. Dann folgt an sechster Stelle Waldvogel vor innen galoppierend Caudillo. Und dahinter Dragonfly mit Brisant am Ende des Feldes. Der Iffezheimer Bogen ist erreicht. Serret macht die Pace. Serret, Anton Chekhov, dann Swan Queen an der Innenseite. Vierter Emporio, fünfter an der Innenseite Stevenson. Dahinter dann Waldvogel mit Caudillo. Dio vor Dragonfly und vor Brisant. Die Fahrt wird schneller in der Gegenseite. Die Pferde jetzt an der 1500 Meter Marke. Das Tempo wird zügiger und viel, viel schneller als anfangs. Serret vorne vor Anton Chekhov, der hängt sich dran. Swan Queen an der Innenseite, dann Emporio vor innen Stevenson. Dahinter galoppiert dann Waldvogel vor Caudillo, vor Dragonfly und vor Brisant. Exakt Mitte der Gegenseite sind die Kandidaten unter der unveränderten Führung von Serret. Jetzt anderthalb Längen vor Anton Chekhov, dann Swan Queen an der Innenseite als Dritter. Emporio ist Vierter, Stevenson Fünfter, Waldvogel Sechster, Siebenter, Caudillo Achter, Dragonfly und Neunter, Brisant. Also alles noch unverändert. Und die Führung weiterhin bei Serret. Der bringt das Feld in den Schlussbogen hinein. Anton Chekhov dahinter in zweiter Position. Dann rückt Emporio an die Seite und jetzt vorbei an Swan Queen. Weitere zwei Längen zurück, Stevenson mit Waldvogel. Dann sieht man den aufrückenden Dragonfly vor Caudillo und am Ende weiterhin Brisant. Die Zielgerade wird erreicht und Serret führt immer noch locker. Serret vor Anton Chekhov, dann kommt Emporio, aber Serret marschiert. Serret auf dem kürzesten Weg gleich mit zwei, mit drei Längen weg vor Anton Chekhov, der macht einen Satz. Vorne, ich meinte Serret, Serret macht einen Satz. Jetzt kommt aber Waldvogel. Serret an der Innenseite, Waldvogel in der Bahnmitte und noch weiter außen Cadillo. Und jetzt ist auf einmal Serret geschlagen. Da geht Caudillo nach vorne, Caudillo vor Waldvogel. Caudillo vor Waldvogel und nach Brisant kommt noch Caudillo, sieht wie der Sieger aus. Caudillo gewinnt vor Waldvogel, vor Brisant, vor Dragonfly. Dann erst Serret, dann Emporio, dann Anton Chekhov. Dahinter mit Abstand Stevenson und schließlich Swan Queen. Sechste.